Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity, der zweiten Absolutely. Staffel. Ja, wir sind hier in leuchtenden Höhlen angekommen, in einem neuen Vitrak-Nest, mal wieder. Und ich habe keine Ahnung, was hier genau abgeht. Deswegen gucken wir uns erstmal um, bevor wir hier zum Vitrax Gemeinschaftshaus gehen. Will ich erstmal gucken, was noch da oben ist. I'm on the trail. Ob es hier noch einen Weg hier rum gibt. Ob es hier noch mehr Gegner gibt. Strahlensporlinge. Okay. Oh ja, und Durenz ist ja komplett angeschlagen. Die scheint wenigstens nicht so gut zu treffen, sonst hätte Durin schon wieder ordentlich was abgekriegt. Okay, wir sollten rasten. Definitiv. Sollten wir jetzt rasten, sonst krepiert uns Durenz. So, Weitlandpfade sind noch aktiv. Das Licht dieser Pilze beleuchtet den Staub in der Luft, sodass die dicken Sporenwolken zu sehen sind. Du spürst jeden Atemzug schwer in deiner Nase. Hier ist auch ein Eingang. Okay. Es klingt aber so, als ob hier noch mehr Strahlensporlinge. Oh, und Vitrax. Okay, viele Vitrax. Du sollst im Nacken gehen. Vitra-Koryphäe auch noch. Und noch so geisterhafte Kriegsbogen. Okay. Ey, Vitra-Kirne. Oh, noch eine Koryphäe. Ich glaube, ich habe den Hintereingang gefunden. At once. Mineralien aus dem Stalag über diesem kleinen Netz sind darauf kondensiert. Sauberes Wasser fällt aus dem Netz und sammelt sich darunter. So kann man auch an Wasser kommen. How about that? Dachte ich mir, dass hier eine Falle ist. Ja, dann löse ich sie halt aus. Toll, das heißt für ein paar Schriftrollen. Oh, lecker, noch mehr Hirnmaden. Quietly now. Ist echt die Frage, komme ich von hier aus dann darüber ins Gemeindehaus? Noch mehr Maden.
Die Kehle des Vitax wurde herausgerissen und sein Gesicht ist schwer zerkratzt. Ah. Oh, für die Edelsteine hat sie es eher gelohnt. Hm. Okay, da sind noch mehr solche Sporen. Die witzige Spiegel kam im Schaden über das Netz. Ich habe aber so das Gefühl, dass ich von da aus nach hinten in das Haus komme. Da will ich aber erstmal nicht hin. Ich will mich erst außen umsehen und dann mal die Vordertür probieren. Ich will hier nicht Hausfriedensbruch begehen. Beherrschter Bergarbeiter. Ah. Das erklärt auch so einiges. Nämlich, wo die verschwundenen Bergarbeiter abgeblieben sind. Kristallfresser, hi. Stand together! So, das perfekt. Nice and quiet. Jetzt können wir da oben gucken oder da drüben noch lang gucken. Dann können wir den Haupteingang nehmen. Oh, das ist auch noch eine Behausung. Aber ich glaube, jetzt sind wir hier drüben. Geht wahrscheinlich doch nicht direkt rein. Kristallfresser wieder einer. So, Itomak hat ein bisschen was abgekriegt. Noch so eine Made. Okay. So, das heißt, wir sind hier in dem Bereich durch. Hm. Seltsame Pilze. Vitrak-Gemeinschaftshaus. Oh, Vitrax, mit dem man reden kann. Oder auch nicht. Slow and silent. Interesting. Okay, die Falke schaffen wir nicht zu entschärfen, leider. I'm here. Vitrax-Soldaten auf jeden Fall. Da haben wir eine Falle ausgelöst. Alof, das ist doch perfekt für den Feuerball. Ja, die geht auf jeden Fall deine Ausdauer. Just like old times. Ugh!
So. Absolutely. Brave does the Lord believe. Mitragnester und Level-Ups für Banea und Kada. Okay. Ein Punkt den Überleben für Manea. Weder Angriff, Giftschlag, Scharfschütze, Schütze, gefährliches Werkzeug. Unterbrechen die Hiebe wären nicht schlecht. Bindlicher Angriff ist modal. Nö, unterbrechen die Hiebe ruhig. So. Und Kanna. 10 Punkte. Dann ein Überleben und einen in Heimlichkeit. Das ist jetzt eine Beschwörung, eine 5er. Dein Gies gerufen, die uralten Werkzeuge des Todes. Animierter Zweihänder, animierte Pika, animierter Kriegsbogen. Und das zweite. Diese gruselige Beschwörung führt dazu, dass die Leichen und Seelen der Opfer sich rasch auflösen. Fall im Wirkungsbereich erleiden direkt Schaden. Ja. Beschwörungen habe ich genug. Unterbrechende Hiebe wäre hier zum Beispiel nicht schlecht. Bei Angriffen gegen Feinde mit niedriger Ausdauer wären einige Treffer. Blutiges Gemetzel wäre allerdings auch nicht schlecht. Dass wir Treffer umwandeln können. So, jetzt habe ich die auf Max-Level. Das heißt, es fehlt nur noch Sagani und Duens und dann Edea, sobald wir Edea wieder reinnehmen. Okay. Wir haben hier seltsame Pilze und hier Vitragnester. In diesem Bündel aus Netzen eingehüllt sind so kleine, stackige Vitrag-Eier. Gelingen sie sich, darin posierende Bewegungen zu sehen. Look there. Ich besitze halt leider auch keinen Gegenstand, der meine Mechanik steigert. I'll take a look. Okay, hier ist noch ein Eingang. Bevor wir aber den nehmen, gehe ich einfach mal zum Haupteingang. Eine Barriere liegt über dieser Tür. Sie ist nur vor einer seltsamen Energie. Du siehst keinen offensichtlichen Weg daran vorbei. Nett Hallo sagen oder mal klingeln? Oder Durens dagegen fluchen lassen? Scheinbar nicht. Hallo. AG Volksbahn Zeittag. Warum hast du die Kristall weggestört? Warum bestrafst du uns so? Beherrschter Dieb, beherrschter Priester.
jetzt könnte ich auch mal was Schönes machen. Auch einfach mal hier eine Fackel reinhauen. Ja.